Servus Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Ich habe mir hier jetzt sozusagen als Verstärkung, als moralische Unterstützung, als seelische Unterstützung vor allem, hier im Hintergrund Cardcaptor Sakura reingehauen, habe auf Standbild gemacht, bei einem Bild, was mir gut gefällt, was mir gute Laune bereitet. Das wird mich jetzt etwas unterstützen. Also nur so zum Hintergrund und so weiter. Und ich habe mir was überlegt. Ich werde... gar nicht mal so viel Munition. Ich habe ein paar Pläne aufgestellt. Ich werde zuerst mit Billy vorgehen, werde Billy komplett ausrüsten, wie man hier schon sieht. Und werde versuchen, gegen das Teil nochmal zu kämpfen. Sollte das nichts werden, werde ich versuchen, mit Rebecca im Schlepptau dorthin zu gehen und nochmal das Ding über den Haufen zu knüppeln. Sollte das auch nichts werden, dann werde ich den Raum vorerst skippen und werde versuchen, in einen anderen Raum zu gehen. Das ist mein Plan, so sieht er aus. Da liegt noch tonnenweise Zeug rum. Was das jetzt alles genau war, weiß ich nicht. Moment, das war die schwarze Statue, das war der Benzinkanister. Da war das Jagdgewehr und was war das letzte? Das war der Greifhaken. Alles klar. So, jetzt gehe ich nochmal zu dem Viech und habe den falschen Knopf gedrückt. Alles klar. Gute Rebecca ist inaktiv und solo. Alles klar. Ich rüste mein Gewehr aus. Das werde ich definitiv brauchen gegen das Teil. Und ich werde, ich erschrecke mich wieder. Wie schon so oft in diesem Spiel. So, das sollte jetzt eigentlich die Toilette sein. Nee, noch nicht, noch nicht. Klar, doch, da ging es ja noch weiter. Das hier ist die Toilette. So, ich möchte mal wissen, wo das Teil herkam. Frage ist, wann genau kommt es? Okay, hier. Wichtig, das grüne Kraut. Ich habe jetzt schon Angst, okay. Es kommt bestimmt. Ja, da ist es. Verpiss dich. Schmeck den. Nein, es gibt mir ordentlich. Kann man das Teil überhaupt zerstören? Verschwinde. Da kriegst du ganz schön Saft. Hallo? Schieß, Billy. Ach, keine Munition mehr. Ach, ist das herrlich. Nun gut. Nein, es frisst mich. Darf nicht zu fressen. Einen Moment mal. Der Molotow-Cocktail, ganz klar. Friss Molotow. Da! Autsch! Hast du überhaupt Schaden? Ich muss ihn weitergeben. Ah, es frisst mich wieder. Und zack, zack. Frissschüsse. Au, es gibt mir. Es hat keinen Kopf mehr. Hau ab. So, ich bin noch nicht so fertig. Ich kann noch ein bisschen einstecken. Autschi. Da! Das gibt's doch nicht! Scheiß Teil! Jetzt aber, oder? Ja. Verwenden. Molotow muss her. So. Scheiß Teil! Hau ab! Nicht jetzt! Autsch! Ey, hörst du auf, du Scheiß Teil? Wie viel hältst du aus? Scheiß Made! Da! Schnell ausrüsten mit dem nächsten. Jetzt wirst du geschnetzelt. Es ist tot. Das hat ausgehalten. Dafür auch die leeren Flaschen wahrscheinlich, dass man sich... Was? Was war denn das für eine Aktion?
Ey, und ich habe so gut gekämpft, was soll das? Was sollte das, Billy? Ja, der Billy. Das war scheiße, Mann. Was sollte das? Ich hab das Teil besiegt. Jeder hat's gesehen. Ich hab sogar noch die Flasche danach aufgehoben. Und dann krepiert Billy auf einmal, weil er meint, oh, ich habe einen Schwächeanfall. Oh. Echt? Und du sollst ein Marine Officer oder so gewesen sein? Alles klar. Mich mit der Pistole ausgerüstet. Mir reicht's mit diesem Scheißteil. Ich gehe jetzt zuerst in einen anderen Raum. Ich hoffe, es gibt hier noch mehr Räume, nicht, dass ich hier irgendwie Scheiße laber. Aber in so einem großen Haus wird es wohl mehr Räume geben. Wenn Billy nicht gegen Mauern laufen würde. Dieses Gemälde zeigt ein Liebespaar. Ich wollte eigentlich nicht das Gemälde angucken. Ich hätte gehofft, dass das hier grünes Kraut ist, obwohl es bezweifle ich sehr stark. Nee, natürlich nicht. Da ist noch eine Tür. Geht's auch weiter, oder? Nee. Oder ist das ein Fenster? Unten liegt mein Zeug, okay. Ist auch nichts. Der Regen hat nachgelassen, doch der Himmel ist noch mit dunklen, unheilvollen Wolken bedeckt. Auch das beruhigt mich natürlich. Ist auch noch eine Tür. Da ist eine Tür. Drei Türen zur Auswahl. Wo gehen wir rein? Vier. Aber ich glaube nicht, dass ich diese Tür einfach so öffnen kann. Doch, kann ich. Bin gespannt, was hier auf mich wartet. 1000 Zombies. Heilung. Irgendetwas. Was ist das da auf dem Tisch? Sieht aus wie ein Gameboy. Bin ich hier? Wie heißt dieser Raum? Steht das auch irgendwo? Rechts ist ein Speicher. Moment. Warum soll da oben ein Speicherpunkt sein? Das gefällt mir nicht. Der Sound ist gerade mega leise. Da liegt was. Da liegt sogar ganz viel. So, das ist so eine Art Presseraum oder so. Ich verstehe. Da wollte ich nicht runter. Da ist auch noch eine Tür. Sehr, sehr schön. Da vorne ist auch noch eine Tür. Billy! Oh, da ist auch noch eine Tür. Aber die ist mit zwei Schwertern. Ja, blockiert. Okay, hier haben wir jetzt schon mal drei Türen. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, draußen noch 2, sind 4. Gibt es hier auch noch was? Türenmäßiges? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Das heißt, wir haben 4 Türen zur Auswahl ohne diesen Langarmviech. Gewehrmunition. Yes. Da liegt auch noch was auf dem Tisch. Das ist wahrscheinlich Farbband, oder? Ja, aber mehr kann ich nicht tragen. Das macht nichts, Billy. Das macht nichts. Das Gewehr ist voll beladen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Alles klar, ich lasse das Farbband vorerst da liegen. Denn ich kann jetzt da ge besser gegen das Langarmviech kämpfen, da ich mehr Gewehrmunition habe. Will ich aber zuerst noch in einen anderen Raum gucken, das ist die Frage. Ja, möchte ich. Was zum? Okay, das Licht flackert, ist seltsam, das gefällt mir gar nicht. Wo gehe ich zuerst rein? Hier. Sie ist von der anderen Seite abgeschlossen.
gehe ich eben zuerst hier rein. Hier ist verschlossen, aber es ist nirgends ein Schlüsselloch zu sehen. Oben ist das Bild einer Uhr eingraviert. Okay. Kann ich da schon mal nichts machen? Boah, der erschreckt mich, dieses Bild. Was ich bräuchte, wäre Heilung. Denn dieses Langarmviech ist, gegen das zu battlen, ist gar nicht mal so einfach. Okay, hier geht's weiter. Alles klar. Next door. Wahrscheinlich Zombie, oder? Komm her, Zombie. Da liegt ein Brief. Erstmal Karte betrachten. Okay, das sieht aus wie ein kleines Büro oder so. Ich wette, wenn ich den Zettel nehme, passiert irgendetwas, deswegen will ich mich erst noch umgucken. Gibt's hier noch was anderes? Eine abgestorbene Pflanze. Da liegt was. Was ist das? Sieht aus wie ein Griff oder so. Okay. Ich habe so die Vermutung, dass wenn ich den Zettel dann nehme und lese, dass irgendwo ein Monsterviech kommt. Aus diesem Grund werde ich das Gewehr ausrüsten. Ja, ich weiß, ich habe wenig Schuss, aber ich habe eben Munition dafür gefunden. Also kann ich dieses Risiko hier durchaus eingehen. Zettel kommt zu Papa. Lesezeit. Hinweis für alle Mitarbeiter. Ein uraltes Dokument. Die Schrift ist kaum lesbar. Es finden regelmäßig Treffen der Forschungsteams für Impfstoffe und Infektionskrankheiten statt. Für beide gilt Sicherheitsstufe 5, Besprechungsorte, Erdgeschoss wie Kontrollraum, das war wahrscheinlich der Raum, wo wir vorher waren. Oder nee? Erster Stock Kontrollraum, zweiter Stock Konferenzraum. Der Konferenzraum ist der Raum, wo wir vorhin waren und der Kontrollraum ist... Keine Ahnung, ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen. Der Zugangscode lautet 18.15 Uhr. Vielen Dank. Moment! Die Tür, da ist eine Uhr eingraviert, vielleicht muss ich das da eingeben. Klar doch, dann ist die Tür ganz rechts der Konferenzraum. Moment, Südost. SO heißt, glaube ich, Südosten, obwohl... Osten eigentlich East heißt im Englischen, aber dieses Spiel hier ist ja auf Deutsch. Das heißt, Moment, Norden, Süden, Richtung Tür, Osten ist rechts. Das heißt, ja, da wo die Uhr eingraviert ist, das würde Sinn ergeben. Kein Monster? Danke. Gut, habe ich schon mal einen kleinen Hinweis, wie ich dort drüben reinkommen kann. Hilft mir aber noch nicht gegen dieses Langarmviech. Ich glaube, ich nenne ein paar doch so Langarmviech, wenn ich es nicht vergesse. Um ehrlich zu sein, habe ich Angst, mit Rebecca jetzt hier hochzugehen und das Farbband zu holen, denn die gute Rebecca ist übelst angeschlagen. Und draußen fahren Motorräder herum. Ich hoffe, das hört man nicht so stark. Ja, die arme Rebecca. Ich will nochmal speichern, einfach weil ich es kann und weil da oben Farbbänder liegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Farbbänder sind. Wenn nicht, dann habe ich jetzt ein Problem am Hals, aber ich will jetzt nochmal gegen das Langarmviech kämpfen. Perfekt. Billy ist am Start. Gut, Rebecca ist inaktiv und bleibt schön hier sitzen. Einen Moment mal. Ich habe ein Problem, ich muss die Kräuter aufheben. Die werde ich im Kampf brauchen. Das heißt, ich werde vorübergehend mein Messer ablegen. Ist vielleicht eine dumme Idee, aber ich gehe das Risiko jetzt mal ein. So, Langarmviech.
Sollte ich jetzt wieder gegen das Langarmviech scheitern, dann werde ich entweder hier weitergehen oder werde oben den Raum mit dieser komischen Uhr da betreten. Vorausgesetzt, ich komme da auch wirklich rein mit diesem Code. So, Langarmviech, ich bin bereit. Oder nee, noch nicht, ich bin noch nicht bereit. Bleib schön da, wo du bist. Das Problem ist, Billy ist so langsam, der kann kaum ausweichen. So, Kräuter. Wenn ich die Kräuter jetzt in diesem Kampf nicht brauchen sollte, dann würde ich sie Rebecca geben, auf jeden Fall. Langarmviech, ich komme her. Komm her! Jeder Schuss ein Treffer. Ja, 4, das sieht bis jetzt gut aus. 5, 6, ja, es sieht. So, schnell, 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 schnell. Nachladen! Es frisst mich. Weg da. Ich bin kein Imbiss. So, nachladen. Wichtig. Ja, kombinieren. Zack, zack, zack. So. Jetzt gibt's nochmal. Ordentlich. Autsch, das hat mir gegeben. Ja, Kopf ist schon mal weg. Es beißt nicht, da unten kriecht was. Zack, es kriecht auf mein Bein hoch. Es ist auf meiner Schulter. Ah, es hindert mich. Moment, 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 Moment. Drück, drück die Kräuter. Okay, noch Vorsicht. Okay, ich muss jetzt sowieso wechseln, die Waffe. So, der Molotow-Cocktail. Ich hoffe einfach mal, es wirkt, wie ich es mir vorstelle. Da schenke ich dir. Oh, es hat mich getroffen. Okay, noch bin ich im Vorsichtbereich. Ich bleibe weiterhin beim Molotow-Cocktail. Da. Ja, der sitzt ordentlich, nicht wahr? Rede ich nicht schneller um. Ja, schmeiß das Ding einfach zum Fenster raus. Auch kein Mensch. So, Problem an der ganzen Sache ist, sollte ich jetzt die Pistole verballern, habe ich verloren. Gefahr. Jetzt werden die Kräuter genommen. Ist es tot? Es platzt! Ah. Fuck! Nicht die Viecher! Nicht die Viecher! Haut ab! Sie fressen mich! Scheißdreck! Ich muss schnell raus hier. Nein, 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 nein! Nein! Die Viecher haben mich gefressen! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Langarmviech, ich hasse dich. Toll, hat man noch nicht oft genug gesehen, nicht wahr? Oh, Langarmviech, du bist der schlimmste Feind überhaupt. Ah, Sakura. Hilf mir, Sakura. Was würdest du jetzt machen? Jetzt halte ich den Controller sowieso schon hinter meinem Rücken und trotzdem hört man ihn noch. Ach, Sakura, was würdest du tun gegen dieses Langarmviech? Wahrscheinlich irgendwelche Cloakcards verwenden und das Teil dem Erdboden gleich machen. Würde ich jetzt auch gerne, aber ich habe leider keine Cloakcards. Ah, ich habe keine Macht des Mondes, kein Tesseiger, keine. Was fällt mir jetzt sonst auf die Schnelle ein? Keine Ahnung. Scheiße, Mann. Okay, habe ich den Zettel schon gelesen? Ich denke mal nicht. Nö. Und in diesem Konferenzraum, da war ich auch noch nicht drin. Dann werde ich es jetzt so machen. Ich hole mir den Zettel. Zack, 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 so. Zettel! Oh mein Gott. Ach, schon. Was? Ich hatte den Zettel schon. Supi. Schon dumm, wenn man alles 50 Mal wiederholen muss. Dann ist irgendwann der Schreck auch weg. Wenn man 30 Mal gegen Langarmviech allein schon kämpft. So. Zack, 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 zack.
Moment, da oben war ja auch was drin, aber was noch? Außer dem Farbband, da waren noch tausend andere Dinge. Aber was genau? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ah, ich weiß es nicht mehr. Moment, was stand auf dem Zettel 18:15 Uhr? Nee, diese Tür gehe ich später rein. La 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 la. Gut, dann werde ich hier Pause machen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Resident Evil Zero. Ich hasse das Langarmviech. Bitte verratet mir eine gute Technik dagegen. Und bring die Molotow-Cocktail etwas gegen das Viech. So, genug gefragt. Bis zum nächsten Mal. Fertig.